Er ist der spektakulärste Neuzugang der Oberliga. Und klar, für spektakuläre Dinge ist der FC Sachsen-Leipzig zuständig. Und so spielt bei den Leutschern ein Mann, der schon in Karlsruhe, Frankfurt, Freiburg und auch in Köln kickte. Rolf Christel Gemion hat diese Woche beim FC Sachsen unterschrieben. Bis zum Saisonende vorerst wird der einzige Erst- und Zweitliga-Profi den Oberligisten verstärken. Ein Hauch von Bundesliga kehrt ein beim FC Sachsen. Über eine Woche ist Rolf Christel Gemion jetzt in Leipzig und fühlt sich wohl in der Messestadt. Zuletzt stand der ehemalige Nationalspieler des Kongo beim 1. FC Köln unter Vertrag. Bei den Deutschen soll er die Bälle im Mittelfeld verteilen. Ich bin hier gekommen, weil ich habe gesehen, diese Mannschaft hat gut Potenzial zu seinen Zielen erreichen. Ja. Deswegen bin ich hier gekommen. Das gehört mir von Ersttraining. Vorher ich gekommen, ich habe das Gefühl, diese Mannschaft hat gut Potenzial. Deswegen. In 81 Erstligaspielen erzielte Gemion 9 Tore. Für Eintracht Frankfurt traf er im DFB-Pokal vor 4 Jahren, auch gegen Rot-Weiß Erfurt. Das ist eine Klasse für sich, ganz einfach das Passspiel, wie er sich bewegt, wie er sich durchsetzt und so. Aber es ist natürlich auch kein Garant, dass er nur jetzt hier die Tore ständig schießt oder vorbereitet. Er muss genauso in der Liga 4 kämpfen wie jeder andere auch, ne? Das ist ganz normal. Bisher hat der 28-Jährige einen guten Eindruck im Training hinterlassen. Für den FC Sachsen kommt die Verstärkung gerade recht. In den nächsten Wochen stehen die Spiele gegen Halle und Tabellenführer Chemnitz auf dem Plan. Jetzt fehlt Sportdirektor Eduard Geier. Nur noch ein hochkarätiger Stürmer im Team. Ja, zur Zeit spielt Makai in Bayern nicht. Der wäre eine Option. Ja. Makai ist wohl doch noch eine Nummer zu groß. Mit Rolf Christel Gemion aber blickt der FC Sachsen wieder etwas optimistischer in die Saison. Aber Sie haben es gehört, bei Karin Klinicke noch eine Nummer zu groß. Heute auf jeden Fall sind erstmal alle Augenpaare auf den Mann aus dem Kongo gerichtet. Seine Punktspielpremiere im Trikot der Leutscher steht an und das im heimischen Zentralstadion. Zu Gast in Leipzig Schmuckkästchen ist die zweite Mannschaft vom FC Carl Zeiss Jena. Und Ulf Kamke wird sich jetzt natürlich erstmal ausführlich um den neuen Hoffnungsträger des FC Sachsen-Leipzig kümmern. Und große Erwartungen knüpfen die Sachsen-Fans natürlich an einen solchen interessanten Spieler. Rolf Christel Gemion beim Heimdebüt im Zentralstadion. Er soll für Impulse aus dem Mittelfeld sorgen. Heute die beiden Spitzen Tino Semmer und Josef Ivanovic mit dem ein oder anderen genialen Pass bedienen. Die Jena-Bubis wie üblich ganz in weiß, blitzgescheite Truppe. Fast alle haben die sehr gute Jena-Fußballschule durchlaufen. Tobias Wendler nach 7 Minuten. Nach einem Freistoß von Holger Hasse, er heute beim Nachwuchsabwehrchef. Und das ist die Deutsche Bank, links Leitzke, rechts Eduard Geier. Sachsen-Leipzig in der ersten Viertelstunde, ein sehr verhaltener Gastgeber. Selten so forsch nach vorn wie hier. Josef Ivanovic zum ersten Mal die 2600 im Zentralstadion wachgeküsst. Danach wieder eine Ruhephase im Leipziger Spiel, nur über Standards ein Hauch von Gefahr. Rolf Christel Gemion bei seinem ersten Torschuss im Leipziger Trikot, ein Freistoß allerdings ohne Wirkung nach 24 Minuten. Der Kongolese bemüht, die Bälle im Mittelfeld zu verteilen, gelingt bisher nicht immer. Sachsen selten gefährlich, jetzt vielleicht Daniel Ferl. Das war keine schlechte Aktion nach diesem weiten Einwurf. Beste Möglichkeit Sachsen-Leipzig bis hierhin, Daniel Ferl mit dem Kopf. Dann Freistoß Leipzig, 10 Minuten vor Abpfiff der ersten Hälfte. Lars Heller nach langer Verletzungspause zurückgekehrt und Marcel Rosconi leicht behindert durch den eigenen Mitspieler, Fragezeichen. Nein, er köpft Richard Baumann nach einem guten Freistoß von Lars Heller. Rosconi, da haben wir ihn. Ja, mit dem Kopf am Ball, erste Halbzeit ohne echte Höhepunkte, ohne Highlights. Mit 2-3 Lichtblicken von ihm. Rolf Christel Gemion, keine Frage, er belebt das Spiel der Sachsen. Sehr positive Reaktion übrigens auch bei seiner Vorstellung von den Fans. Die zweite Spielhälfte. Sachsen-Leipzig eigentlich übermächtig im Vergleich zu Jena in Bezug auf die Namen und deren im Einzelfall fürstliches Honorar. Aber Jena, die zweite, sie spielen hier als Mannschaft. Und in dieser Situation erfolgreich 0-1 im Zentralstadion.
Robert Paul, 51. Minute. Und wunderbar die ganze Abwehr ausgehebelt, inklusive Torhüter René Twarzik, er hier natürlich machtlos. Jetzt muss natürlich eine Reaktion her, möglichst schnell gegen Jena verlieren, dann können wir den Laden eigentlich zumachen. Das sagte Leitzke vor diesem Spiel. Katalin Rakanel, was für ein Kracher, abgefälscht noch, prima Reaktion von Norman Wohlfeld. Sachsen jetzt endlich aktiver, lauffreudiger, gefährlicher. Gabuszewski im Laufduell mit Urbanski und ein Foul. Schwer zu sagen. Der Schiedsrichter ist sich allerdings ganz sicher. Pfeift Elfmeter für diese Aktion. Aus unserer Sicht ein Gastgeschenk. Und die Frage natürlich, wer übernimmt die Verantwortung beim Elfer? Der mit dem größten Gehaltscheck. Rolf Christel, gib mir kein Problem. Für den Mann mit der großen Erfahrung 1:1, 75. Spielminute und Sachsen mit diesem Elfmeter von Rolf Christel wieder zurück in dieser Partie. Spüren natürlich auch die Fans. Jetzt voll da Sachsen-Leipzig. Ogunbure, Gimia, genial abgelegt auf Gabuszewski und das 2:1. In der 80. Spielminute, also 5 Minuten später, Tino Semmer. Wunderbare Vorbereitung. 2:1, den Kopf innerhalb von 5x60 Sekunden wieder aus der Schlinge gezogen. Und eine prima Kombination abgeschlossen durch ihn, den Torschützen Tino Semmer. 5 Minuten vor Schluss, noch einmal Sachsen-Leipzig. Schöner, öffnender Pass auf die rechte Seite, wieder Gabuszewski und Norman Liganda. Muss er natürlich machen. Diese letzte Möglichkeit für Sachsen-Leipzig, ganz schick vorbereitet von Gabuszewski. Und kurz vor dem Abpfiff noch einmal das Leiden des Hansi Leitzke heute. Aufgedreht hat seine Mannschaft rechtzeitig in Halbzeit 2. Dann Schluss. 2:1. 3 Punkte und wichtiger Erfolg. Ganz wichtiger Erfolg auch für den neuen Rolf Christel Gimier. Man sieht schon seine ganze Ballbehandlung, seine Technik. Das ist schon, sag ich mal, eine absolute Klasse. Und man sieht auch dann im entscheidenden Moment, dort gibt es auch keinen Zahler, dann nimmt er sich einen Ball und haut den Elfer rein und hat auch dort versucht, unser Spiel im Prinzip aus der hängenden Position zu lenken und zu leiten. Und da werden wir noch viel Freude haben an ihm. Ja, Sie haben ja selber gesehen. Ich bin unzufrieden. Ja, wir haben heute nicht, Epps hat nicht so gut gespielt. Aber nach Rückstand 0:1, wir haben an uns geglaubt und weiter gekämpft. Und ja, wie gesagt, es war ein Kämpfersieger. Wir sind alle. Ja, ich bin zufrieden. Selbstkritisch, ganz Profi, 2:1 für den FC Sachsen-Leipzig. Alles gut für den Moment und ein durchwachsenes Debüt für Rolf Christel Gimia. Und damit zurück zu René Kindermann.